Ich weiß selbst nicht, wie es kam, dass sich in mir gegen den Goldschmied ein Verdacht regte, seit er mir voll sichtlicher Unruhe den Schmuck brachte, den ich bestellt, und er sich so genau erkundigte, für wen ich den Schmuck bestimmt, ja, sogar meinen Kammerdiener ausfragte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Dieser Schurke. Längst war mir aufgefallen, dass alle seine Opfer dieselbe Todeswunde trugen. Den Dolchstoß ins Herz, nicht wahr? Es war mir gewiss, dass der Mörder auf eben diesen Stoß, der augenblicklich töten musste, eingeübt war. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßnahme gebrauchen, die so einfach ist, dass ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf kamen. Nun? Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Ja, dann. Kardiaks so sicher geführter Stoß glitt an dem Eisen ab. Im selben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hielt, in die Brust. Und ihr schwiegt? Ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen? Ihr habt geschwiegen, Oberst? Erlaubt, mein Fräulein, zu bemerken, dass mich eine solche Anzeige, wenn nicht gerade ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte.